Revelations 2. Heiliger Wimper! Ist mein Leben geil! Sie hat eine Nadel in mich gesteckt? Ich aktiviere das Virus. Claire, kommt drauf aufs Dach! Guck, wir sind wie Schwestern. Oh, mein lieber kleiner Gregor. Nicht schummeln. Ja, das Mädchen ist weg. Moira wollte zu diesem Turm gehen, als ich bei ihr war. Barry, es ist direkt da vorne. Oh, ich habe auf dich gewartet. Stopp. Na, das nenne ich mal ordentliches Einparken. Ich und Moira wurden hier getrennt. Der nette Mann hat mich geholt. Zwei Whiskers. Und damit herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Resident Evil Revelations 2. Mit Episode 3, das Urteil. Mann, war das ein Timing. Oh fuck, okay. Was, Geständnis und Lüge sind das gleiche, um gestehen zu können, lügt man. Nicht schlecht, Herr Kafka. So, oh Gott, ich habe keine Ahnung, wie die Steuerung geht. Lass uns einfach mal überraschen. Claire, was gefunden? Nein, keine Spur von ihr. Was ist wohl passiert? Moira, schau. Hier ist eine Nachricht. Da steht, geht zur Fabrik. Und auf einer Skala von Schwachsinn zu glaubhaft? Sie ist von Neil. Sie ist echt. Okay, ich muss erstmal wieder... Entschuldigung, Moira. Ich muss jetzt hier erstmal wieder... gucken, wie das hier überhaupt alles funktioniert. Okay, Aha. Kann ich hier irgendwas kombinieren? Schwachsinn, es braucht keinen Schwanz. Okay. Ah ja, ja, ich erinnere mich. Wie konnten wir das Mädchen verlieren? Ich habe sie nicht mal nach ihrem Namen gefragt. Vielleicht hat sie sich versteckt. Wir können auf dem Weg nach ihr suchen. Erst müssen wir hier rein wahrscheinlich. Ah ja, okay. Doch, so ein bisschen erinnere ich mich an die Steuerung. Ist ja nur auch schon also, wieder. Claire, warum würde der Boss hierher kommen? Weiß nicht. Neil hat seinen eigenen Kopf. Klasse. Klasse! Ich möchte nur hier hinten diese nette Box kaputt machen. Ja, bitte gib mir Schrot. Oh, warum kriege ich Schrotmunition? Da kommt doch wieder irgendwas Dickes. Ah ja. Sie schon wieder. Als hätte sie überall Augen. Irgendetwas stimmt hier nicht. Seid vorsichtig. I try. Das gehört Neil. Sieh Prometheus, der für den Götterraub an einen Felsen gefesselt wurde. Sehr schön. Wo ist Neil? Das ist toll. Ja, da freue ich mich. Wir müssen doch uns beeilen. Neil braucht mich. Ja, Neil braucht er nur braucht dich. Sich? Suchen wir drin. Aha. Da hat wohl jemand was mit seinem Chef. Das ist ja auch Knorke. Aber klar, warum nicht? Ich meine, hey, und so. Okay, also wie sieht's eigentlich hier aus? Oh, ich habe ja noch die. Bestimmt aber auch nicht schneller. Obwohl, schneller brauche ich wahrscheinlich eher für die andere. Ach, scheiße.
komm. Mara, siehst du hier zufällig irgendwie Munition? Das ist irgendwie voll ins Gesicht. Nee. Okay. Ach hier. So sicher ist sicher und so, ne? Was, wo, wie, was, was, hä? Ach, nicht gut. Okay, das war gut. Ich sehe nichts. Ach, Kacke. Warte mal, jetzt kann ich... Wie war denn das mit dem... Wie war denn das mit dem... Ah, ja. Okay, das war echt dumm. Es tut mir fürchterlich leid. Ich werde doch leicht nervös, wenn irgendwas komische Geräusche macht. So ein bisschen zumindest. Доброе утро, товарищ. Этот светлый день предвещает светлое будущее. Опохмелитесь, помойте руки и в столовую. Ja, du mich auch. A, B, irgendwas, keine Ahnung, weiß ich nicht. Gehen wir mal nach oben und erfreuen uns des zweiten Stockes. Ein Retina-Scanner in einer Fabrik? Verdammt nochmal! Das Ding lässt uns nicht durch. Was bedeutet, wir brauchen den Augapfel von jemandem. Hurra! Oh, ich brauche einen Augapfel. Die Arschgesichter sind besser mausetot. Echt jetzt? So, jetzt ist er mal tot. Deswegen, okay. Mutiert er auch? Hoffentlich nicht. Nicht drin. Hier ist nicht drin. Hier ist was drin. Licht. 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 Gibt's hier nicht zufällig noch irgendwas Interessantes in diesem verkackten Raum? Und hier war irgendwas. Ach. Gott sei Dank. Ich liebe die Munition. Okay. Oh, natürlich musste die Fabrik eine abgefuckte Fabrik sein. Selbstverständlich. Oh, was Claire? Ist das denn? Schau, die Decke! Oh, ich möchte wieder rausgehen, bitte. Sieh mal da. Er hat einen Schlüssel im Schnabel. Wir müssen ihn losbekommen. Hat keinen Zweck. Er ist stabiler, als er aussieht. Ach so, mein Dings ist voll. Warte mal. Das kann ich doch. Oh fuck, was macht hier Geräusche? Ach, das ist ja krass. Und du? Weiß nicht. Ah, Schlüssel, Schlüssel, Schlüssel. Moira, nimm doch mal den verkackten Schlüssel. Mein Lieber, da ist wohl. Ich kack ins Essen, Alter. Ich kack ins Essen. Mein verkackter Inventarverfall. Ja, ist gut. Komm mal weiter. Ist in Ordnung. Ja, erneuter Versuch, bitte. Das war hohl. Ja, ich habe schon an die Decke geschaut. Hier, ich brauche jetzt... Ich gebe dir das, ich gebe dir das, ich gebe dir das auch nochmal. Wenn wir das bestimmt mit irgendwas kombinieren können. Und dann das vielleicht. Was
ist das eigentlich? Stinkende Chemikalie. Können wir nicht kombinieren. Können wir gerade alles nicht kombinieren, ne? Desinfektionsmittel. Na, vielleicht bringt das was. Habe ich genug Platz in meinem Inventar? Ja, Gott sei Dank. So, runter hier. Ich weiß noch nicht, wohin ich mit dem Schlüssel dann darf. Alter, aus dem Weg. Yes. Das ist ja gar nicht mehr so gut. Und jetzt? Und jetzt? Wie soll man denn das aufhalten? Okay, warte. Ich übersehe definitiv irgendwas. Also, ich komme theoretisch nicht raus, wenn ich das Augapfel-Ding da rausgurke. Lea, schau die Decke! Graffiti im Adel. Du solltest deinen Tod einfach akzeptieren, friedlich wie ein Erwachsener. Okay, also wir wissen jetzt, dass wir hier nicht rauskommen, wenn wir den Scheiß nehmen. Wir wissen, dass wenn das Ding weit genug runterkommt, wir den Schlüssel kriegen. Wir kommen aber aus der Tür nicht raus. Ich habe gerade keine Ahnung, wie wir das am schlauesten machen können. Ich gehe erstmal hier noch so rum. Vielleicht finden wir das ja irgendwas. Nee, ich brauche ja einen. Sehr klasse. Hier waren wir schon, irgendwas röchelt hier rum. Stehe ich immer gar nicht drauf. Hier waren wir noch nicht, oder? Wie kriege ich das hin, dass ich dort nicht zerquetscht werde? Das ist klar, wenn ich das Auge nehme, kommt der Scheiß runter. Das ist doch kacke. Also wirklich kacke gerade. Dann spiele ich halt gerade sie, aber das ist auch doof. Ich brauche keine verkackte, stinkende Chemikalie. Schlüssel im Schnabel. Wir müssen ihn losbekommen. Ja, jetzt nimm den verkackten Schlüssel. Jetzt geh mal hier. Weiß ich noch nicht. Irgendwie raus. Wo geht's raus? Hier geht's nirgendwo raus. Bin ich doof oder sehe ich was nicht? Gibt es da einen Tipp oder so? Natalia kann Käfer finden und sie zerstören. Ja, klasse. Natalia hilft mir aber gerade nicht. Lea, schau die Decke. Kann ich hier irgendwas machen? Auf diesen nächsten Tank schießen. Entschuldigung. Sieh mal da. Er hat einen Schlüssel im Schnabel. Ich weiß. Wir müssen ihn losbekommen. Theoretisch müsste das Ding unter uns irgendwie. Wie konnte man denn Sachen schieben? Kann ich die Sachen schieben? Aber ihr wisst, was ich meine. Also wenn die Tür hier zugeht, bin ich eigentlich am Arsch. Kann ich dann hier hingehen und dann... I don't know. Was soll es denn tut? Quietly, Leute. Ist das ein Tipp? Verstehe ich den nur nicht? Sollte ich den Tod akzeptieren? Warum sind die hier so krumm?
Stirb. Nee, ich bin gerade ein bisschen überfragt, muss ich gestehen. Also, hä? Achso. Nee, ich spiele lieber gerne die Frau, die sich auch verteidigen kann. Also der Augapfel kriegen wir von oben, das ist schon mal klar. Hier kommen wir nicht rein. Hier war eine Toilette. Ach, oben war auch eine Toilette. Abi. Was heißt das? Abi. Und Kästchen. Aber warte mal, wenn oben auch eine Toilette war. Vielleicht ist oben in der Toilette irgendwas. Oder vielleicht auch nicht. Hier ist definitiv einer auf dem Klo. Ja, komm. Ist das dein Ernst? Du homophös, aber ich glaube, es geht los. Hast du wenigstens irgendwas Interessantes hier? Aber alles gut. Gut. Ne, das hat mir ja viel gebracht, Freunde. Mal, was siehst du hier? Irgendwas. Irgendwas Interessantes. Irgendwas Tolles. Irgendwas Tolles in dieser Toilette. Warum ist diese Toilette zu? Ne, das ist ja auch hot gay. Also, das war ja jetzt mal völlig unnötig. Also, wie ihr merkt, ich bin gerade ein bisschen überfragt mit diesen Augengeschichten-Dingen. Hier liegt was. Weil, ich mich doch geringfügig frage, wie ich das anstelle, aus diesem Raum dann rauszukommen. Weil das doch geringfügig unschön ist. Ach, das ist ja wieder klasse, wie voll meine Sachen hier wieder sind. Dann kann ich nämlich das Ding nehmen und dann kann ich mir daraus was basteln. Mit meinem flambierten Shit. Dann habe ich flambierte Shittes. Und dann komme ich hier immer noch nicht rein, weil ich die Kackschlösser nicht habe. Und hier drin aber auch nichts Wichtiges, glaube ich. Außer vergammeltes Essen. Was ist das mit diesen AB? AB. AB? I don't understand. This why? Why? Steht hier irgendwo AB? Ich glaube, ich muss genau zu dem Typen da, der so tot rumguckt. Hier war nix. Hör auf, Geräusche zu machen. Das finde ich äußerst unsympathisch. Da kann man auch nicht lang. Hier liegt was. Da ist doch irgendwas Großes dahinter. Das hört man doch schon. Der raschelt schon so rum. Ich bin gerade echt überfragt. Also irgendwie... Ich hasse Zeitsachen. Da ich ja sowieso irgendwie sterben werde. Ah, ich verstehe, ich verstehe, ich verstehe, ich verstehe, ich verstehe, ich verstehe. Kili versteht, Kili versteht, Kili versteht. Das Ding muss kaputt gehen, muss ich das Ding wieder reinpflanzen. Gib mir den Schlüssel. Okay. Jetzt habe ich den Schlüssel. Kann ich das Auge wieder nehmen? Nee, okay, also immer wenn ich das... Oh Gott, tu das Auge da wieder rein. Okay, also immer wenn ich das Auge da rein tue... Komme ich da nicht mehr raus? Ah ja.
Also es macht jetzt nichts. Don't do this to me! No! Fuck you! Wo kam er denn jetzt raus? Hier raus! Oh, Freunde. Why are you doing this to me? You piece of shitters! Meine Inventar ist voll. Ah! Don't do this piece of shit! Oh. So. Kann das irgendwie kombinieren? Oh, nicht sinnvoll. Jetzt schmeiß die Rotze da weg. Ehrlich, ja, genug von dem Müll. So.